Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gothic 2 und die Nacht des Raben-Addon-Aufnahme. Ja, wir waren vor dem wunderschönen Leuchten da hinten stehen geblieben. Hatten da den dicken, fetten Troll erlegt, beziehungsweise erlegen lassen von unseren Skeletten. Und ich sehe gerade... Da sind noch ein paar Harpien, die werden wir noch mitnehmen. Oh, hier ist eine Truhe. Nehmen wir mal alles mit. Peppen kurz den Mana-Stand auf. Und gehen dann den Harpien auf den Geist. Gut. Mist. Okay, ist das wahrscheinlich doch schlauer. Ah, jetzt haben wir auch einen wunderschönen Dietrich eingespart, den ich gerade zerbrochen habe. Was ich sagen wollte, es ist wahrscheinlich besser, wenn ich einfach das Mana nochmal auffülle, wenn ich die erste gekillt habe. Wir probieren mal die Wasserfaust aus. Die interessiert mich jetzt. Muss ich dafür nah dran stehen? Mal speichern. Nö. So. Aua. Fix Mana auffüllen. Und Leben vielleicht auch. Eieiei, mir gehen die Tränke aus. So, jetzt holen wir uns noch das letzte Mistviech. Oh, einen Zombie haben wir auch aufgeweckt. So. Naja, da ist eh nichts zu holen. Aber hier liegt bestimmt noch irgendwo was Tolles rum. Ne? Schade. Eieiei. Das hat sich ja jetzt irgendwie nicht so wirklich gelohnt. Oder? Vielleicht doch. Nein, auch hier oben ist nicht so toll. Schlittern wir hier runter.
kurz Mana auffrischen. Und dann kriegt der Zombie einen Dads. Oh oh. Oh Mann. Gut, dass die Ausdauer erst in Gothic 3 eingeführt haben. Da ist nichts zu holen. Das war ein Haufen Gold. Bolzen. Oh, das riecht nach einer magischen Armbrust. Mit jede Menge Schuss. Cool. Und was für einen Ring haben wir gefunden? Ich war auch wieder weniger schlau, muss ich gerade feststellen. Ich hab die Banditenrüstung an. Ah, ich hätte das alles einfacher haben können. Naja. Ja, selbst die schwere Banditenrüstung ist ja jetzt nicht ganz so. Hm? Schädelpicker. Oder Spicker? Also selbst die gute Rüstung ist ja jetzt nicht so dolle wie die anderen. Benötigte Geschicklichkeit 50? Ach, wir haben ja erst 35. Dann hätten wir eine 100 Schadenwaffe. Hm. Da Schädel Spicker. Also doch. Magische Armbrust. Ach! Nur 75 Geschicklichkeit. Warum Geschicklichkeit? Alle anderen Armbrüste brauchen. Aber die macht 200 Schaden. Das ist unerreicht. Gut, okay. Dafür habe ich auch nur 10 Schuss damit, aber. Mit dem Feuerbogen hatte ich nur 3. Die ich immer noch nicht eingesetzt habe. So. Naja, dann haben wir auch das Rätsel um das Leuchten geklärt hier drin. War jetzt nicht ganz so spektakulär, wie ich erwartet hatte. Ah, und wir haben eine Steintafel gefunden in der Kiste. Was war denn das für eine? Oh, Geschick 1. Glaube ich. Hm.
Ach, hier ist noch ein Lederbeutel. Das sind nochmal 50 Gold. Und nochmal 100. Und sonst noch was übersehen hier? Nö. Tja, dann. Ja, also im Süden links müsste ich noch rein. Das Einzige, wo ich noch nicht hingegangen bin, aber da waren, glaube ich, auch jede Menge Orks. Da ist nichts zu holen. Dachte ich mir fast. So. Wir... Ah, wir könnten uns da oben auch noch die Skelette schnappen. Gibt noch ein bisschen Erfahrung. Vielleicht haben wir dann noch ein Level. Wie viel brauchen wir noch? Okay, das sind noch 10.000. Wird wohl nicht ganz so schnell gehen. Na? Ist das Kacke? Jetzt hab ich dich. Ah, jetzt muss ich schon die ganz teuren Tränke verballern. Steintafel Stufe 3. Toll. Nee, Belia wollen wir nicht anbeten. Das lassen wir sein. Gehen erstmal hier lang. Grasland Scavenger. Goblins. Ein paar Harpien. Also jetzt eigentlich. Und ein Ork-Schamane, so wie ich das da sehe. Ach du Schande. Ja, die sind ein bisschen. Lach. Ätzend. Wie wir ja schon gesehen haben. Hey, you. Was hat er? Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Die Banditen benutzen diese Steintafeln als eine Art Zahlungsmittel. Die Tafeln tragen das Zeichen Quahodrons, eines großen Kriegers. Er ist der Feldherr, dessen Sohn Rademis die ganze Stadt in den Untergang getrieben hat. Tja, ich wette, die Banditen wissen nicht einmal, mit was sie da handeln. Das Teil hier lag in einem großen Gebäude in einer großen Schlucht. Das war die Bibliothek des alten Volkes. Scheinbar eine Tafel der Gelehrten. Viele der Schriften, die wir gefunden haben, stammen vom Anführer der Kaste der Gelehrten. Merkwürdigerweise hat er seinen eigenen Namen nirgendwo hinterlassen. Sehr gut, das Bild dieser Stadt wird schon klarer, aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein.
Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Yay. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Aber ich hab doch... Ich hatte doch noch eine grüne Steintafel. Da. Hey. Wegen der Rippen, ich werde sehen, ob gut. Adano. Den verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch eine grüne noch.